Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Review. Es wird mal wieder Zeit. Ja, ist eine Weile her, aber ich kriege auch nicht ständig Sachen zugeschickt. Heute ist es mal das Corsair 4000D Airflow, was wir hier stehen haben. Das kennen einige mit Sicherheit schon, ist auch schon längere Zeit auf dem Markt. Und das werden wir uns jetzt mal anschauen. Kommen wir erstmal zu der Front. Die Front, das ist eine schöne Mesh-Front. Das ganze Teil, das könnt ihr auch abnehmen, das machen wir auch gleich noch. Dahinter ist ein Staubfilter, das schauen wir uns aber gleich an. Das finde ich persönlich immer ganz gut, auch wenn das jetzt ein System ist, was nicht so warm wird. Wenn ihr später upgraden wollt und habt dann Komponenten da drin, die wärmer werden, habt ihr auf jeden Fall hier den Airflow gegeben. Hier oben auf dem Deckel haben wir natürlich den Ein- und Ausschalter, USB 3.0, USB Typ C 3.1 ist mit dabei, eine Kombibuchse für Kopfhörer und Mikrofon und dann haben wir hier einfach noch einen Reset-Button. Hier oben ist ein Staubfilter drauf. Ich persönlich lasse die immer weg. Die behindern ein bisschen den Airflow, aber ist natürlich ganz geil, dass kein Staub ins System reinkommt. Die haben hier hinten auch so eine Lasche. Dann kann man das ganz einfach abnehmen. Das wird magnetisch gehalten durch diese Streifen hier. Und hier oben könnt ihr zum Beispiel eine 240er oder 280er Wasserkühlung verbauen. Das Thema bei einer 280er ist allerdings, dass ihr da aufpassen müsst, dass ihr nicht irgendwie mit dem RAM kollidiert. Und jetzt kommt das, wo sich die meisten immer drauf freuen. Einfach mal Folie abziehen. Oh, herrlich. Jetzt sieht das auch nicht mehr so schäbig aus. Ich habe es einfach mal im Auslieferungszustand gelassen. Ihr seht hier auch, man kann nicht richtig reingucken. Das liegt daran, dass das Tempered Glass ist. Das ist ein bisschen abgedunkelt, ist aber ganz cool. Wenn das System neben euch auf dem Tisch steht, dann kommt da nicht das Licht so durch von den ganzen Komponenten. Also man sieht schon ein bisschen was, so ganz dezent, aber das knallt euch nicht so ins Gesicht rein. Wie wir das von vielen Gehäusen kennen, werden die Seitenpanel wieder nur durch zwei Schrauben gehalten. Also hier oben und dann haben wir noch die hier unten. Aber es gibt eine kleine Besonderheit, hier zieht ihr nicht das Panel nach hinten weg, sondern drückt es quasi nach vorne raus. Man sieht das auch hier, hier ist so ein Pfeil angegeben und eine kleine Lasche, daran könnt ihr dann das Seitenpanel einfach abnehmen. Hier sieht man auch, warum das so ist. Ihr habt hier diese kleinen Nupsis und diese Nupsis gehen hier in diese Klemmen rein. Genauso wird die Front von dem Gehäuse auch gehalten. Ich sehe gerade, hier ist noch mehr Folie. Ich weiß nicht, ob ich die jetzt mit einer Hand abkriege. Ah, schwierig, aber es geht. Okay, ging mit einer Hand doch nicht so gut. Ich habe sie jetzt komplett abgezogen. Aber hier habt ihr auch nochmal den Vergleich. Ihr seht jetzt hier hinten die Wand, die relativ hell ist und durch das Glas wird das natürlich alles so ein bisschen dunkler. Man sieht ja auch schon direkt, hier ist ein Non-RGB-Lüfter im Heck verbaut, 120 mm und in der Front haben wir auch noch einen 120 mm. Grundsätzlich habt ihr aber Platz für drei Stück, also hier, hier vorne und hier unten. Da könnt ihr jeweils dreimal 120 mm verbauen oder eben eine Wasserkühlung. Diesen Part hier unten, den kann man auch rausklippen, wenn man jetzt zum Beispiel einen dicken Radiator oder so verbaut. Ich nehme das jetzt gerade mal raus. Und jetzt seht ihr, es habt ihr hier eine Menge Platz, wenn ihr jetzt wirklich einen Radiator und eventuell noch die Lüfter verbaut. Ansonsten haben wir hier noch so eine Durchführungsschiene, damit man die Kabel nicht direkt sieht. Das heißt, das Kabel kommt hier hinten raus und wird dann um den Winkel drumherum gelegt. Dann hat man nicht so viel Kabelwirrwarr im Gehäuse. Die Aussparung hier hinten ist auch groß genug. Da kann man auf jeden Fall die Backplate tauschen, wenn zum Beispiel ein anderer Kühler ansteht, wenn ihr jetzt irgendwie den Kühler wechseln wollt und eine AIO verbauen wollt. Was mir jetzt gerade auf die Schnelle aufgefallen ist, ist irgendwie, dass das Blech hier so ein bisschen... Weiß ich nicht, ist irgendwie eingewölbt. Man kann das hier hochdrücken. Also irgendwie weiß ich nicht, was da schiefgelaufen ist. Ob das jetzt nur ein einmaliger Produktionsfehler ist oder ob das immer so ist. Ist auf jeden Fall nicht ganz gerade. Ich weiß nicht, ob das auf der Kamera so rüberkommt. Aber ihr habt da auf jeden Fall noch große Kabeldurchführungen, wo ihr dann alle Steckplätze am Mainboard auf jeden Fall erreicht. Zum Beispiel Audio, USB, Ein- und Ausschaltknopf, Resetknopf muss natürlich alles hierher gelegt werden. Was die Slotblenden angeht, die sind alle geschraubt, feiere ich auch, weil es dann einfach so ist, wenn ihr jetzt, sage ich mal, von Micro-ATX-Board auf ATX-Board umsteigt, müsst ihr die Grafikkarte um einen nach unten versetzen, dann könnt ihr diese Blende einfach wieder reinschrauben. Das mit so großen Rändelschrauben hier, das ist in Ordnung. Und bevor ich jetzt gleich zur Rückseite komme, schauen wir uns nochmal die Front an. Die wird eben genauso gehalten wie die Seitenplatte mit diesen Nupsis. Gut, die Seitenplatte ist noch verschraubt, ihr habt da wirklich nur diese Steckdinger. Und die könnt ihr halt auch richtig easy entfernen. Ihr geht jetzt einfach mit dem Finger hinter, zack, habt ihr so eine Hand. Hier oben wird das eingeklemmt und hier unten natürlich auch nochmal. Hier oben habt ihr auch nochmal diese Nupsis, mit denen das gehalten wird. Das ist übrigens auch Metall, das ist kein Kunststoff. Ihr könnt die Front auch wechseln. Das Gehäuse gibt es ja einmal so mit diesem Mesh und einmal geschlossen. Dann hat das quasi nur an den Seitenschlitzen diese Lufteinlässe. Ich würde immer Mesh nehmen, aber ihr könnt es tauschen, wenn ihr eine cleanere Optik wollt. Ich denke aber, mit dem Mesh ist das auf jeden Fall temperaturtechnisch besser. Und das sieht jetzt auf der Kamera ein bisschen komisch aus, das sieht man aber nicht, wenn diese Abdeckung drauf ist. Das ist einfach nur ein Staubfilter, dann geht ihr hier oben an den Griff, drückt den runter und dann habt ihr diesen Staubfilter in der Hand und könnt den ganz easy sauber machen. Hier seht ihr auch nochmal die einzelnen Plätze für die Lüfter. Hier oben kann einer rein, 120er, hier vorne und hier. Oder 240er geht auch, für drei ist leider nicht genug Platz, aber 240er sind auf jeden Fall auch in Ordnung. Kommen wir zur Rückseite, gleiches Prinzip, einfach hier die Schrauben lösen. Und auch hier hat man diesen Pfeil, diese kleine Nase und dann zieht man das einfach ab.
Und hier haben wir jetzt das Innere. Diese ganzen Kabel sind natürlich oben von der I/O-Blende mit USB, Ein- und Ausschalter, pipapo. Ihr seht aber schon, Kabelmanagement technisch auf jeden Fall eine cleane Sache. Oh, jetzt ist der Zollstock wieder auf der anderen Seite. Apropos Kabelmanagement, wir haben zur Rückwand 25 mm. Das ist ganz in Ordnung, da kriegt man auf jeden Fall einiges rein. Auch hier habt ihr halt noch eine Vertiefung, das ist von vorne die Blende, was ich euch eben gezeigt habe. Da könnt ihr natürlich auch noch dickere Kabel irgendwie reinschmeißen. Ansonsten haben wir hier noch zwei geschraubte Blenden für 2,5 Zoll SSDs und hier unten kommen dann halt noch zwei HDDs rein, wenn ihr das denn möchtet. Hier ist auch noch Zubehör mit dabei, das schauen wir uns gleich mal an. Das nehme ich jetzt mal eben raus, einfach die Flügel zusammendrücken und dann habt ihr das Teil auch schon in der Hand. Im Übrigen bieten diese Blenden natürlich auch Platz für 2,5 Zoll SSDs. Ihr habt hier diese Schraubenlöcher hier, wo jetzt mein Finger durchscheint und da könnt ihr dann einfach zwei SSDs auch noch draufschrauben, also eine jeweils. Kommen wir zum Zubehör. Hier haben wir erstmal drei von diesen Kabelschellen-Klett-Dingern. Die sind ja hier auch schon vorangebracht, aber ihr kriegt halt noch drei weitere. Die könnt ihr dann einfach auf und zu machen, die Kabel dahinter verlegen. Und ansonsten waren in dieser großen Tüte da hinten einfach nur noch Kabelbinder, die verschiedenen Schrauben für Mainboard und Festplatten. Dann habt ihr hier noch für Lüfter diese ganz dicken Madenschrauben, Unterlegscheiben. Es ist auf jeden Fall alles mit dabei, da braucht ihr euch keine Sorgen machen. Wenn ihr dann noch Mainboard und alles dazu kauft, ist hier alles schon mit dabei. Das ist aber Standard. Es sind schon viele Kabelbinder. Bei den meisten liegen so 4-5 Stück dabei. Also es sind wirklich sehr viele. Und halt diese Klettdinger sind auch ganz geil eigentlich. Ich finde das irgendwie cooler, weil bei Kabelbindern müsst ihr halt immer mit einer Spitzzange da dran gehen oder so eine Kneifzange, die abmachen, die hier einfach mit Klett aufmachen und dann passt das. Aber glaubt ja nicht, dass ich mir jetzt hier Mühe geben werde mit dem Kabelmanagement. Ich werde gleich ein System da reinbauen, dass wir die Optik so ein bisschen haben und gucken, dass ich die einigermaßen irgendwie da reinkriege. Das ist echt cool geführt hier oben. Ich finde das gut. Also hier kommt das so durch, dann geht das hier die Kurve runter, dann runter bis zum Mainboard. Und hier sind ja diese Löcher, wo ihr dann hochgehen könnt und die am Mainboard anschließen könnt. Hier bei dem Netzteilschacht habt ihr übrigens noch so kleine Gumminuppel, um die Schwingungen von dem Lüfter von dem Netzteil zu dämpfen. Was ich jetzt als erstes machen werde, ich werde diesen Lüfter hier ausbauen und dann drei RGB-Lüfter in die Front packen. So, die Lüfter haben wir jetzt drin. Die haben jeweils ein Kabel PWM und einmal 5 Volt ARGB. Das heißt, hier gehen viele Kabel von weg, insgesamt 6 Stück. Wir haben jetzt halt eben diese 3 Stück, A2 Kabel. Aber was cool ist, ist es auch nicht das erste Mal, dass ich in diesem Gehäuse baue. Wir haben für jeden Lüfter hier so eine Kabeldurchführung. Hier haben wir eine, hier vorne und hier unten. Gut, den unteren, den hätte ich jetzt natürlich auch noch hier oben durchlegen können. Aber ihr habt für jeden Step auf jeden Fall eine Durchführung. Selbst hier oben habt ihr auch noch so eine kleine Durchführung. Ich hoffe, das erkennt man einigermaßen. Also da wurde auf jeden Fall nicht gespart. Man kann gutes Kabelmanagement hier verwirklichen. Aber wisst ihr, was ich cool gefunden hätte? Wenn hier so Gummierungen drin gewesen wären. Haben wir bei anderen Gehäusen zum Beispiel. Aber diese Aussparungen sind sehr groß. Man sieht viele Kabel dann natürlich dadurch. Klar, die Grafikkarte hängt noch drüber. Aber man sieht dann hier unten die Kabel. Ich hätte diese Gummierung dann ganz geil gefunden. Einfach diese Lamellen, wo man es durchführt. Das fehlt mir hier so ein bisschen. Das ist aber nur eine Kleinigkeit, ist mir aber gerade aufgefallen. Übrigens steckte, warum auch immer, dieses Kunststoffteil hier zwischen dem oberen HDD-Slot und diesem Blech. Ich habe ja eben gesagt, das war ein bisschen schief. Ist es immer noch und es wabbelt auch noch. Man hört es vielleicht. Kann ich wirklich mit einem kleinen Finger, ganz easy. Seht ihr das? Finde ich ein bisschen schade. Hätten sie ein bisschen stabiler machen können. Aber nur mal zur Info, dieses Case, das kostet jetzt, glaube ich, 110 oder 120 Euro. Das schwankt immer so ein bisschen natürlich. Dafür ist es noch okay. Kann man machen. Technisch gesehen jetzt mit den Kabeldurchführungen so ist das ganz okay. Ist auch sehr beliebt. Habe ich, wie gesagt, auch nicht das erste Mal drin gebaut. Auch schon oft empfohlen, weil vieles reinpasst. Wenn man jetzt ein richtig dickes System nimmt, geht vielleicht auf ein 5000D. Das ist auf jeden Fall noch größer. Im Übrigen sind hier diese Abstandshalter für ATX auch schon vorgegeben. Gut, das hier ist nicht schraubbar. Das ist so ein Gesteck da, das ist aber nicht schlimm. Hier haben wir einen Abstandshalter, hier oben ebenfalls 3 Stück oder unten auch nochmal 3 Stück. Da kommt das Mainboard jetzt drauf, aber das erspare ich euch, es geht ja ums Gehäuse. So, das meiste habe ich jetzt verbaut. Kabelmanagement habe ich mir jetzt nicht viel Mühe gegeben. Ihr habt aber auf jeden Fall die Möglichkeiten hier. Jetzt habe ich noch einen RGB-Verteiler reingeknallt und einen PWM-Verteiler, damit wir auch gleich die Lüfter mal zum Leuchten bringen. Jetzt mache ich die Klappe hier zu, baue noch die Grafikkarte ein und dann schauen wir das ganze Design mal an. Im Übrigen, was ich noch sagen wollte, hier oben hat man ja immer relativ wenig Platz, was den CPU-Stromstecker angeht. Allerdings ist das hier schon ganz ordentlich. Aber denkt dran, wenn ihr sowas macht, erst den Stecker da durchlegen und anschließen und dann die Wasserkühlung einbauen, sofern ihr die Wasserkühlung oben einbauen wollt. Ach ja, und ich habe so ein 2,5 Zoll Blende missbraucht als Halterung für meinen PWM-Verteiler. Was ich übrigens eben noch gesehen habe, wo ich das Netzteil eingebaut habe, hier unten ist auch noch ein Staubfilter drin. Ein kleiner. Einfach nur fürs Netzteil. Einfach rausziehen, eben mit dem Staubsauger drüber gehen, wieder reinschieben.
7 passt. So, Grafikkarte ist auch drin, Mainboard ist auch jetzt komplett verbaut. Jetzt seht ihr das nochmal. Hier oben könnte man jetzt noch zwei Lüfter einbauen, aber gut, das lassen wir jetzt einfach mal. Ich mache die Kiste jetzt zu mit dem Glaspanel und dann schauen wir mal, wie das mit dem RGB aussieht. So, die Kiste läuft. Ich habe jetzt hier Armoury Crate offen. Das ist einfach nur die RGB-Steuerungssoftware vom Mainboard. Natürlich könntet ihr jetzt, wenn ihr Corsair-Lüfter verwenden würdet in dem Case, das auch mit IQ steuern. Aber ich finde, das sieht ganz geil aus. Ich habe jetzt die Beleuchtung mal ein bisschen runtergedreht, damit man halt hier was von dem RGB was sieht. Ihr könntet jetzt, theoretisch, wenn ihr möchtet, hier oben noch diese Blende abnehmen und dann den Filter rausnehmen. Das mache ich auch gleich nochmal, damit ihr mal den Unterschied seht, ob es jetzt heller ist oder eben nicht. Jetzt ist das System noch offen. Dann habt ihr gleich auch mal einen Vergleich, wie hell das dann eigentlich sein würde. Wenn ihr jetzt hier oben noch eine AIO reinbauen würdet, dann wäre es natürlich auch noch heller, wenn die RGB beleuchtet ist. Aber ich habe jetzt erstmal einen normalen Luftkühler genommen. Dann nehmen wir die Blende jetzt einfach mal ganz easy ab. Und jetzt holen wir mal den Filter da weg und ich finde schon, dass das deutlich heller ist. Und jetzt haben wir das Ganze halt ohne diese Filtermatte. Ihr könnt natürlich selber entscheiden, wie ihr das handhaben wollt. Ich würde sie vielleicht sogar drin lassen in dem Fall, weil der zieht ja jetzt quasi die Luft von vorne rein und dann sammelt sich da halt der Staub. Das nimmt er einfach raus, saugt das ab und tut es wieder rein. Ich habe das Glaspanel jetzt auch mal hier drauf gemacht. Ihr seht schon, das wird deutlich dunkler. Ich versuche trotzdem einen Airflow-Test zu machen, soweit es denn eben geht. Klar, jetzt blasen mehr Lüfter rein als rausgehen, aber ihr seht trotzdem vielleicht diesen Luftstrom. Ich puste jetzt einfach mal da rein mit meiner E-Zigarette. Ich habe jetzt auch noch mal den Strahler angemacht. Vielleicht kommt es dann besser zur Geltung. Auf jeden Fall kann ich euch sagen, dass das auf jeden Fall einen guten Airflow hat. Wie gesagt, mit einer Wasserkühlung wäre es noch besser. Dann hättet ihr oben diesen Dampf auch noch raussteigen sehen. Oder wenn ihr normale Lüfter reinbaut. Es muss ja nicht immer eine Wasserkühlung sein. Aber ich denke, das ist völlig in Ordnung. Ich habe, wie gesagt, auch nicht das erste Mal drin gebaut. Viele mögen das vom Design und wählen das dann natürlich auch, wenn sie bei uns eine Config holen im Discord. Und selbst wenn sie selber bauen, sagen so, okay, das Case, das ist eigentlich soweit in Ordnung für diesen Preispunkt. Teurer dürfte es meiner Meinung nach auch nicht sein. Es werden auch, wie gesagt, nur 220mm Lüfter mitgeliefert, die erstmal ausreichen. Wollt ihr aber diese Optik erreichen, müsst ihr halt noch weitere Lüfter kaufen. Ob die jetzt von Corsair sind oder von einem anderen Hersteller, ist ja relativ egal. Das ist alles Geschmackssache. Was ich übrigens noch sagen wollte, hier ist jetzt eine normale 2060 drin. Ihr könnt Grafikkarten jetzt, wie ich es gebaut habe, bis 380 mm locker einbauen. Wenn ihr hier vorne natürlich noch diesen Platz ausnutzt und einen Radiator oder so da reinsetzt, verkürzt sich das dementsprechend. Aber ich denke, 350 mm geht Minimum rein. Die ganzen Daten stehen auch in dieser Geizhalsliste drin. Die poste ich auch noch unten in die Videobeschreibung. Da stehen die ganzen Daten richtig drin mit den Millimeterangaben. Ganz grob gemessen, ganz easy, passen hier eigentlich alle gängigen Grafikkarten rein. Was bleibt jetzt abschließend zu sagen? Die Kritikpunkte habe ich genannt. Einmal das untere Blech, diese Gummiabdeckungen, die mir persönlich fehlen. Das ist aber, glaube ich, auch Geschmackssache. Klar sind die jetzt unter der Grafikkarte, die sieht man nicht richtig, aber ich wollte es halt einfach erwähnt haben. Aber ansonsten für den Preispunkt finde ich es eigentlich ganz okay. Ich hatte natürlich auch schon Gehäuse hier, die haben 70, 80 Euro gekostet und hatten 4 RGB-Lüfter mit dabei. Das ist mir völlig klar. Dafür fehlte bei denen aber teilweise wieder das Kabelmanagement. Wer meine Reviews kennt, der weiß das auch. Aber alles in allem hat es mir Spaß gemacht, da drin zu bauen. Vielen Dank an Corsair nochmal für die Bereitstellung von diesem Gehäuse. Ich bekomme dafür auch kein Geld. Das ist meine freie Meinung. Es ist ja immer so ein Thema, ein YouTuber, der macht irgendwie ein Review, der wird bestimmt dafür bezahlt. Nein, werde ich nicht. Ist halt einfach so. Die haben es mir zugeschickt, haben gesagt, mach was draus und ja, wie du Bock hast halt. Gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Däumchen nach oben da. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was euch vielleicht noch gefehlt hat in dem Review, weil dann schreibe ich mir das auf und beachte das dann beim nächsten. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.